Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dein spätes Mutterglück. Mein Name ist Gössinghoff, Dr. Heidi Gössinghoff. Ich bin Frauenärztin und Kinderwunschexpertin. Heute geht's mal nicht ums Mutterglück. Heute geht's mal um Sternenkinder. Ich hatte vor kurzem eine Patientin von einer Kollegin, bei der ich leider feststellen musste, dass das Herzchen nicht mehr schlug. Da war dann die Frage, was machen wir? Ich habe vor kurzem eine Folge abgedreht, wo es auch ums Escherman-Syndrom ging. Und dann habe ich gedacht, ich gebe hier mal so ein paar, ja, Sichtweisen aus meiner Sicht, wie man mit so einem Abort umgehen kann. Das eine ist, du musst nicht unbedingt zur Ausschabung. Und du musst auch nicht sofort irgendwas machen. Ich erlebe es ganz oft, dass die Patienten gedrungen oder gedrängt werden, jetzt sofort ins Krankenhaus zu gehen und es ausschaben zu lassen, wenn das Herzchen nicht mehr schlägt. Du kannst durchaus abwarten. Du kannst warten, ob es von selber anfängt zu bluten. Wenn ich eine Patientin habe, die mit dieser Situation erstmal komplett aus dem Ruder läuft, dann biete ich auch an, wir können morgen oder übermorgen nochmal gucken. Oder ich habe halt die Luxussituation, wir sind mit mehreren in der Praxis. Wir können auch nochmal zu zweit und zu dritt drauf schauen, damit sie für sich mehr Sicherheit hat. Das ist die eine Sache. Also Zeitdruck bitte rausnehmen. Das andere ist, du musst nicht unbedingt zur Ausschabung. Denn die Ausschabung birgt halt auch mal das Risiko, dass die Gebärmutterschleimhaut an einigen Stellen zu scharf ausgeschabt wird. Deshalb, wenn du sagst, es blutet eh schon, ich würde es gerne normal probieren auszustoßen, ist das auch kein Thema. Wenn das für dich von der Psyche her in Ordnung ist, dann mach es bitte. Dazu muss dein Frauenarzt oder deine Frauenärztin natürlich ein bisschen mitspielen, weil da muss nochmal geguckt werden, ob der HCG, also das Schwangerschaftshormon, dann wirklich auch gegen Null geht, damit man dann auch weiß, dass wirklich alle Anteile dieser Schwangerschaft dann abgeblutet sind. Manchmal ist es so, dass das nicht so funktioniert. Es gibt manchmal auch Schwangerschaften, gerade wenn sie auch schon ein kleines bisschen älter sind, die bluten dann nicht mehr spontan ab. Da hast du dann 2, 3, 4 Wochen Blutung und es tut weh und letztendlich kapituliert dann wahrscheinlich dein Frauenarzt und du auch. Ich kann mich an einen solchen Fall erinnern, die hat es wirklich 4 Wochen probiert, die hat dann aber gesagt, ich halte das nicht mehr aus. Ist auch in Ordnung. Es ist auch in Ordnung, wenn du sagst, jetzt wo ich weiß, dass dieses Kind nicht mehr lebt, möchte ich damit nicht mehr rumlaufen, ich gehe jetzt sofort zur Ausschabung. Auch das ist in Ordnung. Aber du kannst dir beide Wege aussuchen. Und dann gibt es je nach Verfahren auch dann eine unterschiedliche Ansage, was eine zweite Schwangerschaft angeht. Wenn es spontan abblutet, kannst du direkt im nächsten Zyklus wieder gucken, ob du schwanger werden möchtest. Da gab es keine Verletzung an der Schleimhaut, du kannst sofort wieder loslegen. Wenn du eine Ausschabung hattest, dann gehen die Meinungen von, du kannst gleich wieder loslegen, bis zu einem halben Jahr Pause auseinander. Ich selbst tendiere immer so dazu, zu sagen, vielleicht macht ihr mal 3 Monate Pause, damit die Schleimhaut sich überall wieder gut auffrischen kann, damit dann auch wieder überall gute, frische Schleimhaut ist und vielleicht kleine Verletzungen dann weg sind. Es hat aber auch noch einen anderen Grund. Es ist ganz wichtig, dass du dieses Kind, was da jetzt nicht mehr da ist, als Bestandteil deines Lebens akzeptierst. Das ist nicht nur ein kleiner Zellhaufen, der da abgegangen ist, sondern es ist dein Kind, mit dem Hoffnungen, Wünsche und ja auch eine gewisse Freude schon verknüpft war. Integriere es in dein Leben. Denn sonst, ich erlebe das immer, wenn man dann so ganz schnell wieder schwanger werden möchte. Zum einen habe ich Patientinnen, die über eine Fehlgeburt klagen, die von außen dann zum Beispiel kommen und sagen, ich habe vor einem Jahr eine Fehlgeburt gehabt und seither werde ich nicht mehr schwanger. Das ist immer dann so ein Punkt, wo zwischen der Fehlgeburt und der neuen Schwangerschaft immer noch der Körper steht oder die Seele steht und sagt, das habe ich noch nicht so ganz verarbeitet. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, werden diese Frauen schwanger, dann ist die Zeit bis zu dem Zeitpunkt, wo die Schwangerschaft abgegangen ist, manchmal auch so schon. Aber wenn die Patientin das überhaupt nicht so verarbeiten möchte, einfach nur wegdrückt, das merkst du. Da ist so viel Angst. Du kannst deutlich entspannter in die Schwangerschaft gehen. Die wird immer noch bis zum Zeitpunkt des Abortgeschehens ein ziemliches Gefühlschaos werden, wenn du dich damit auseinandersetzt, wenn du die Trauer zulässt und wenn du dieses Kind, wie gesagt, in dein Leben integrierst. Ich habe im Februar noch eine Fortbildung mitgemacht zum Thema Familienaufstellung. Und da war ganz, ganz oft, dass diese Sternenkinder nicht gesehen wurden.
dass viele Dinge, die die Familienaufstellung aus dem Lot gebracht haben, mit diesen Fehlgeburten zusammenhängen, weil da dieses Leid nicht gewürdigt wurde und weil dieses Kind nicht gewürdigt wurde. Und der Tipp des Therapeuten war, stell eine Kerze für dieses Kind auf, sage ihm, ich sehe dich und ich akzeptiere dich. Und wir haben immer noch eine WhatsApp-Gruppe, vielen geht es mit dieser Geschichte besser. Das waren nicht nur immer die eigenen Aborte, das waren auch Sternenkinder in der Generation der Mütter oder gerade auch der Großmütter. Also du siehst, das ist jetzt nicht einfach mal, oh, jetzt gehen wir zur Ausschabung und ist alles gut, sondern da hängt ein ganzer Rattenschwanz dran. Du musst jetzt keine tiefenpsychologische Therapie machen, aber dieses kleine Video sollte einfach nur mal eine Anregung sein, diese Trauer zuzulassen, dich auch zu trauen, zu sagen, dass du traurig bist. Es wird ja dann oft gesagt, ja, es war ganz früh und das Herz hat kaum geschlagen, kommt, das ist ja jetzt alles nicht so schlimm. Doch, wenn es für dich schlimm ist, ist es schlimm. Deshalb, auch wenn du das Gefühl hast, das kriegst du alleine nicht hin, dann such dir Hilfe und guck, dass du das bearbeitest, dann geht es mit der nächsten Schwangerschaft sehr viel besser. Ich habe viele Patientinnen, die eine Fehlgeburt hatten und dann frage ich dann auch schon mal, sagen Sie mal, wie ist das jetzt? Haben Sie jetzt Angst oder fühlt sich das anders an? Und die Frauen können mir ganz genau sagen, wissen Sie, Frau Göstinghoff hat eine gesagt, das ist ganz komplett anders wie beim letzten Mal, das geht gut. Ja, aber die hat sich auch damit wirklich gut auseinandergesetzt. Also wenn du so eine Fehlgeburt hast, auch wenn es traurig ist, auch wenn es schmerzhaft ist, und da ziehe ich den Partner mit ein, würdige diese Fehlgeburt, du darfst auch trauern, du darfst zum Beispiel auch die Sachen, die du schon gekauft hattest für das Kind oder den Namen, den du dir ausgesucht hast, vielleicht eine schöne Schachtel packen und ins Regal stellen. Und wenn sich das ein bisschen gesetzt hat, dann holst du es nochmal raus und guckst dir es an. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video ein paar Anregungen geben zum Umgang mit dem Thema Sternenkind und dass du vielleicht da für dich dann auch Kraft rausziehst, dass es dann beim nächsten Mal deutlich schneller und vor allen Dingen glücklich ausgeht. Ich wünsche dir alles Liebe. Deine Heidi.